Hallo, vielen, vielen lieben Dank an alle meine Abonnenten und an alle, die es noch werden sollten. Ich bin jetzt bei über 200. Vielen Dank. Echt, das macht mich richtig, also happy, dass so viele Leute meinen Kanal gucken und ich hoffentlich die Welt da draußen ein bisschen kochbarer machen kann, ja, dass wir also wegkommen von diesen ständigen Tütengekoche und wie geht das und Mist verbrannt und ach, was heißt dünsten. Ja, also ich finde es toll, dass ihr bei mir seid und ich versuche natürlich weiterhin für euch interessante Themen aufzugreifen. Ja, einen herzlichen Dank auch an meine Kollegen. Aha, habe jetzt ein sogenanntes Live-T-Shirt, ja, bin also immer live mit meinem Logo dabei. Vielen, vielen Dank. Und heute gehen wir mal nochmal in den Basic-Bereich. Kirsten hat mir eine Frage gestellt. Harry, wie macht man das mit diesen Pfannen? Ich habe ja hier unten auch immer mal wieder so eine Gusspfanne, ja, oder eine Stahlpfanne, je nachdem, was ihr verwendet. Ich nehme die ganz gerne, weil da kein Teflon drin ist und Teflon hat ja den schlechten Ruf, dass eventuell etwas mit ins Essen abgegeben wird. Also, wenn ihr Eier drin macht, das merkt ihr auf alle Fälle den Unterschied zwischen Teflon und hier einer schönen Metallpfanne, die unbeschichtet ist. Aber, und das ist das große Problem, die kleben manchmal. Und Kirsten hat mich gefragt, Harry, ich habe noch so eine schöne Pfanne im Keller. Wie bekomme ich die hin, dass die nicht so klebt? Deswegen, also vielen Dank, wenn ihr mir Fragen stellt. Ich beantworte sie gerne. Heute versuchen wir mal, das Problem mit den klebenden Pfannen zu beheben. Alles, was wir dazu an Zutaten brauchen, ist ein Rührlöffel, Salz, eine Herdplatte und natürlich die Pfanne, die ihr sauber machen wollt. Ich habe mir hier eine genommen und ihr seht hier jetzt leider so ein bisschen was eingehängt. Ja, also das passiert, wenn man saure Gemüsesorten nimmt, wie Tomaten zum Beispiel oder auch Eierspeisen, dann muss man öfter sie mal wieder ausbrennen. So nennt sich der Vorgang. Dazu den Herd starten. Könnt ihr ruhig auf eine hohe Stufe machen. Bitte Lüftung an. Sollte diese Dämpfe, die hierbei entstehen, denn das ist nachher verbrannte Reste, die sollte man nicht einatmen. Nehmt euch noch eine Schüssel aus Metall, stellt die mit daneben, die brauchen wir später. So, jetzt fängt das schon leicht an zu rauchen. Jetzt nehmt ihr ein bisschen Salz und zwar so viel, dass der Pfannenboden leicht bedeckt ist. Und achtet unbedingt darauf, dass das Salz ist. Wenn das Zucker ist, habt ihr eine böse Überraschung. Ist mir einmal passiert. Ja, Riesensauerei. Wenn das jetzt schön heiß wird, dann nehmt ihr einfach den Rührlöffel, rührt das so ein bisschen durch. Ist auch völlig normal, dass diese Pfannen schwarz werden unten, dass sich also dieses Metall verfärbt. Ja, das ist kein Makel, ja, sondern das ist völlig normal. Und je mehr ihr in den Pfannen arbeitet, desto weniger werden diese Pfannen kleben. Ja? Auf keinen Fall dürft ihr die mit Spülmittel reinigen, sonst kleben die wieder. Ja, also habt ihr keine Chance, dann müsst ihr die hinterher nochmal ausbrennen, sonst kleben die. Ich mache das hinterher immer, dass ich einfach nur ein bisschen Wasser nehme und dann nehme ich so einen Stahlschwamm und reibe die ein bisschen aus, wenn es nötig ist. Ansonsten nehme ich einfach nur ein Tuch und wische die damit aus. Manchmal bei Sachen wie Pfannkuchen oder wenn ich nur ein paar Kartoffeln gebraten habe, dann nehmt ihr einfach nur eine Zebra-Rolle und wischt das durch, dann seid das sauber. Ja? Achtet darauf, dass die Pfanne von unten sauber ist, denn wenn ihr die wieder auf den Herd stellt, habt ihr sonst auch eine große Sauerei am Herd. Ja, ist schon eine lustige Sache, wenn man hier das Salz immer umrührt. Wenn ihr mehrere Pfannen habt, dann könnt ihr die gleich alle nacheinander machen, denn das Salz kann man durchaus für mehrere Pfannen verwenden. Jetzt sind circa 3 Minuten bei mir rum und man sieht, dass das hier, ich nehme es mal ein bisschen höher, dass das hier jetzt so ein bisschen bräunlicher wird. Ja, völlig normal. Und ihr rührt das durch. Und das, was jetzt so braun hier an dem Salz erscheint, das ist tief in den Poren, in der Pfanne, in dem Metall eingeschlossen.
Und dadurch, dass ihr dann diesen Schmutz, den Dreck jetzt rausnehmt, damit verringert ihr später die Gefahr, dass es anhaftet. Ja, da gibt es jetzt nicht viel Spannendes zu sehen hier, also das ist ein bisschen langweilig im Video. Einfach machen, machen, machen und immer mal wieder durchrühren. Und dann das Ganze ein bisschen durchschütteln, damit es wieder schön flach auf der Pfanne aufliegt. Und in der Zeit hole ich mal mein Öl. Nehmt bitte ganz einfaches, neutrales Öl, also neutral heißt vom Geschmack neutral. Ich nehme immer ganz gerne hier so ein reines Sonnenblumenöl. Damit pflege ich meine Pfannen. Dann sind die nämlich geschmacksneutral und optimal vorbereitet. Ein Sicherheitshinweis habe ich noch: aufpassen, das ist natürlich echt heiß, logisch, weil das Salz wird genauso heiß wie die Pfanne. Also passt mir da bloß auf, fasst da nicht rein und vor allem stellt die Pfanne nicht irgendwo hin, wo was schmilzen kann. Ja? Also nicht direkt auf die Arbeitsfläche, kein Plastik reingeben. Hier bitte auch unbedingt mit dem Holzlöffel arbeiten und eine Schüssel bereitstellen, in die ihr später das Salz gebt. Oder halt eine zweite Pfanne, die ihr auch noch ausbrennen wollt. Ja, das Ganze, wie gesagt, dauert ungefähr 10 Minuten, so lang, bis sich das hier farblich nicht mehr verändert. Wenn ihr soweit seid, dann nehmt ihr das Salz und gebt das hier in die Schüssel. Dann nehmt ihr ein Tuch und wie gesagt, hier vorsichtig bitte. Das ist alles sehr, sehr heiß. Und dann reibt ihr mit dem Tuch die Pfanne aus. So, jetzt lassen wir die Pfanne einfach noch ein bisschen abkühlen. Ich mache das direkt auf der Platte, weil ich habe ja Induktion. Das ist kein Problem. Wenn ihr aber einen normalen E-Herd habt mit Nachhitze, bitte beiseite stellen. Nicht auf die Arbeitsfläche. Wenn die Pfanne ein bisschen abgekühlt ist, ja, nehmt euch nochmal eine Schüssel. Jetzt kommt das Öl rein. Das verteilt ihr jetzt in der ganzen Pfanne. Das reicht übrigens mit der Nachhitze. Ja, da braucht ihr nicht viel drauf zu machen. Überschüssiges Fett wird abgegossen. Aufpassen, dass das nicht am Pfannenrand runterläuft. Und dann nehmt ihr euch Zebertuch, bitte nicht so wenig, also ich nehme meistens zwei. Und dann wird das Ganze locker ausgerieben und zwar auch am Rand, ja, damit überall eine kleine Fettschicht entsteht. Dadurch sind die auch schön konserviert und die sind dann auch nicht am Rosten irgendwie, ja, also Gusspfannen oder Eisenpfannen, die könnten halt theoretisch rosten, also nicht theoretisch, sondern die rosten auch, ja, deswegen werden die leicht eingeölt. So, den Vorgang auf keinen Fall mit Teflonpfannen machen, aber mit Eisenpfannen. Jetzt ist die Pfanne wieder wie neu, die läuft, ja, man spricht von Laufen, wenn sich alles vom Topfboden leicht trennt. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Ja, das ist jetzt unsere fertige Pfanne. Vielen Dank fürs Zuhören. Besser gesagt, vielen Dank fürs Zugucken. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann wird auch wieder fleißig gekocht. Ich freue mich auf euch. Tschüss.